So weit ich hier stehe. Jedes Mal, wenn ich mit 5 Augen spreche, wird er bekloppter. Ja. Gibt es zuverlässige Quartiermeister und Händler? Sprich mit Aglitsch Dagos. Er ist schlau genug, einen nicht zu bestehen und betrügt einen nur ein bisschen. Er ist gleich da drüben. Er deutet an einen Ort östlich vor dir. Aber er hat die große Ehre der Bewaffnung. Das versucht er zumindest. Ich meine, er soll alle meine fröhlichen kleinen Rekruten bewaffnen. Also erwarte nicht die Auswahl von Kyros Rüstkammer oder sowas. Gut. Barrick kann jetzt Fähigkeit Eisensturm. Was schon mal praktisch ist. Und ja, ich würde eigentlich gerne die ganzen anderen Reputationsfähigkeiten hier, also Kombofähigkeiten loswerden. Die wollte ich eigentlich den Teammitgliedern zustecken. Und das hier hätte ich öfter mal benutzen sollen. Ah. Fällt mir gerade so auf. So, du hast wahrscheinlich nichts Neues mehr zu sagen. Er nickt nach seinem Gruß. Schicksalsbinde? Ja, da kann ich nichts Neues mehr verwenden. Wer ist denn hier noch? Totenglocke. Ja, genau, mit Totenglocke wollte ich auch noch reden. Die steht hier. Schicksalsbinder, Totenglocke nickt in deine Richtung. Also, was brauchst du? Mütterin, jetzt bist du mir eine Erklärung schuldig. Ich lasse mich nämlich nicht gerne benutzen. Die Wüterin versucht nicht mal ihre Freude zu verbergen und hält sich fröhlich gackernd den Bauch. Danke, dass du die Eidbrecher ausgehoben hast. Oh, jetzt komm schon, Schicksalsbinder, nimm es doch nicht persönlich. Ich wusste, dass sich ein Kämpfer wie du auch in schier aussichtslosen Situationen behaupten kann. Das war mir dem Augenblick klar, als ich dich zu Gesicht bekam. Du hast wissentlich ein Mitglied von Tunus Gericht in Gefahr gebracht. Das ist nicht zum Lachen, das kann ich dir garantieren. Die Gruppe hat reinigender Talisman erhalten und eisernes Krummschwert. Du kannst sehen, dass die Augen der Wüterin hinter der Maske zu engen Schlitzen werden, die vor Zorn zucken. Das erinnert mich daran, wie humorlos Schicksalsbinder sein können. Ihre Gewohnheit nach zieht sie ihr Schwert, spürt es aus der Scheide und steckt es wieder zurück. Sie zuckt mit den Schultern und wirft es dir völlig gleichgültig in die Hände. Nimm das als Kompliment. Du hast recht, ich finde es nicht ganz so lustig, fast getötet zu werden, aber ich werde dich dieses Mal davonkommen lassen. Weil ich will jetzt hier nicht noch ein Drama anfangen, mitten im Chorlager mit einer der stärksten Chorkriegerinnen. Sie verbeugte sich tief, wobei sie ausladend und übertrieben dramatisch gestikuliert. Ich werde versuchen, beim nächsten Mal etwas entgegenkommender zu sein, Schicksalsbinder. So, Quest abgeschlossen. Ich habe jetzt leider nicht gesehen, was ich gekriegt habe. Kann man das irgendwo nachgucken? Ah, jede Gruppe erhält 80 Erfahrung aufgeteilt unter ihren Skills. Ah. Gut, also die Erfahrung geht auf die Skills drauf. Und ich habe bei Barrick den Eisensturm. Sehr schön. Das Amulett ist läuternd. Immunität gegen vergiftet. Ich habe aber leider schon zwei Sachen. Das ist Hast und das ist Form. Form ist 1 Vitalität. Hast ist plus 1 Schnelligkeit. Das kannst du dann mal haben, Hast. Und ich krieg das Vergiften. Das Schwert ist leider nicht so gut wie die Axt. Wird aber mal aufgehoben. Kann sie mir sonst noch was sagen? Schicksalsbinder? Leb wohl. Gut. Krallenhals und Nachtjaulen. Tiermenschen also. Nachtjaulen. Ein junger Tiermensch steht im Schatten einer enormen Tierfrau, deren Statur selbst in ihrer geduckten Haltung noch über dir aufragt. Das Maul des Tiermenschen schäumt vor Geifer, der in alle Richtungen spritzt, während er sie anknurrt.
Nachtjaulen wurde versprochen, würdige zähe Beute für Beitritt. Aber Tierfrau, du erlaubt Nachtjaulen zu jagen, Schwächste der Menschen. Spart beste Beute für sich selbst. Er stampft auf die Erde, wodurch sich ein kleiner Riss bildet. Nachtjaulen war zweitstärkster von Steinpirschermännchen vor Beitritt zu scharlachroten Menschen. Gebrunst ist sogar mit 100 Blut von Prima, mit Prima von Stamm. Okay. Anführerin von Tiermenschen, okay. Wurde versprochen, eigenes Rudel für Verlassen von Stammesgeschwistern. Die kauernde Tierfrau lässt ein ohrenbetäubendes Gelächter erklingen. Ihre Ja, das Bild ist toll. Ihre beiden scharfen Zähne blitzen in den Pausen ihres Hühnengehölzes auf. Starker Steinpirscher? Tiermann wert zu brunsten? Sie schnaubt. Nein, Krallen am Hals sieht nur winselnden Welpen in erster Jahreszeit vor Tierfrau jetzt. Sieh nur Neuling, nur schwacher Welpe kann nur Verletzte jagen. Sterbende Beute nicht beste Kämpfer auf Schlachtfeld. Nachtjaulen bleckt seine Zähne und will sich auf die Tierfrau stürzen, aber sie richtet sich geschwind auf, ihre nackten Haare gesträubt und eine schwellige Hand viel größer als sein Kopf drückt ihn in einer einzigen flinken Bewegung auf den Boden. Sein Gesicht kracht mit einem peitschenähnlichen Knall auf die Erde, gefolgt von einem besiegten Winsen. Krallen an Hals starrt mit so viel Wertschätzung auf dich herab, dass sie vielleicht auch den wilden im Lager herumstreuenden Hunden entgegenbringen würde. Mensch? Sie schnüffelt in deine Richtung und rümpft ihre Nase, als sich ihr Blick angewidert vor deinem widerwärtigen Geruch verfinstert. Menschen, keucht sie. Nähern sich immer unbefugt Tierfrauen, haben kein Gespür für Gefahr, erkennen herumstreifende hungrige Jäger nicht, sind schlimmer als wehleidige Tiermänner. Sie reibt das Gesicht des Tiermenschen tiefer in den Dreck, bevor sie ihre bekrallten und knorrigen Finger von ihm nimmt. Schnell kämpft er sich auf seine Beine und tätschelt seinen Kopf. Sprich schnell und Tierfrau vielleicht wird zuhören. Ich wette, ich könnte es mit dir aufnehmen, Zähne in einem wilden, gefährlichen Grinsen zeigen. Keine Sorge, ich weiß, wie man ein Tier angemessen Respekt zollt. Erlaube mir, dir ein Opfer zu bringen aus Blut und Knochen. Was geht hier vor? Warum hast du dich dem Chor angeschlossen? Welchem Stamm gehörst du an, Tier? Ich bin ja versucht, dir ein Opfer aus Blut und Knochen darzubringen, aber nein. Was geht hier vor sich? Mensch hat scharfe Augen, ja, kann sehen, wie Tierfrau freches Rudelmitglied maßregelt. Sie wirft dem eingeschüchterten Tiermenschen ein bedrohliches Grinsen zu. Wimmerndes, winselndes Männchen. Nachtjaulen wird lernen Rang von Tiermann im neuen Rudel oder wird nicht überleben viele Jahreszeiten länger. Ein lautes Knurren kommt als Antwort auf ihre Drohung aus seiner Kehle, aber er hält seine Augen gesenkt und vermeidet ihren Blick. Warum habt ihr euch den Chor angeschlossen? Menschenrunden namens Scharlachroter Chor ist böse schlau wild, wie Stämme, wie Tierfrauen. Sie faucht, aber das Geräusch klingt zufrieden und edel fast einem Schnurren, als sie ihren Kopf in Richtung des Kriegsheldes von Nerads Stimmen dreht. Chormenschen sind dreckig und stinken wie verfaultes Fleisch, schreien so einfach und reißen an eigenen Kehlen. Aber auch respektieren Stärke im Rudel. Und Tierfrauen sind stärkste von allen Kreaturen. Sind beste Jäger, wie Archont namens Nerad, wildester und unbarmherzigster Alpha von Rudel. Ist Mystiker, der schlucken kann Beute, Blut und Knochen ganz. Macht, dass Tierfrau brunsten, kämpfen, töten will. Okay. Macht, dass Tierfrau kämpfen, brunsten, töten will. Sie seufzt nämlich. Macht, dass Tierfrau... Achso, die sind Gedankenspielchen. Welchem Stamm gehörst du Tier an? Sie drückt ihren dreckigen, haarigen Zitzen heraus und schnurrt stolz. Krallen an Hals war geboren in Stamm mit keinem Namen und keinem Land. Wurde vom Stufenvolk, die Azurlande, vom Vorfahren des Stammes gestohlen haben, Sommerschnauze genannt. Dann Krallen an Hals wurde, große Steinpirscherin, metzelte eigene Sklaventreiber und kämpfte für Freiheit von Stamm. Stamm, der stark wurde und zerbrechlich wie Stein, wegen Erdmystiker namens Archont Kern.
Sie schnüffelt bei der Erinnerung. Aber jetzt Kern schläft und träumt, gleitet langsam in Tod in Steinland hinüber. Ach, Kern ist ja der Archont des Steins, genau. Hunderblut beschützt freien Stamm und Kreidanhals kämpft, um mehr Stufenvolk zu töten als scharlachroter Pirsch. Als scharlachrote Pirscher. Dann leb wohl. Oh, wer bist du? Du siehst... Ach, Sirin, die Archontin der Lieder, ist auch hier gelandet. Kann ich das da mittlerweile knacken? Nein, ich habe immer noch nicht genug List. Und ihre List ist leider gesenkt. Sie hätte aber auch nur 41. Nee, 46. Hallo Archontin der Lieder. Eine junge Frau steht hier, flankiert von zwei Soldaten. Der aufwendige Kopfschmuck auf ihrem Haupt verleiht ihr ansonsten zierliche Gestalt einen furchtgebietenden Aspekt. Von ihrer Ausrüstung bis zu ihrer Kleidung stellt alles einen schroffen Kontrast zu dem erbärmlichen Zustand des Lagers dar. Sie wirkt gleichzeitig entspannt und als würde sie sich unwohl fühlen. Gefasst in ihrem Element und hochgradig unsicher. Sie wendet sich dir zu. Oh, look. Father has returned. Have I gotten out of line? Have you come to punish me? Am I a bad girl? Or do you just want to use my power? Oh, sieh an, Vater ist zurück. Habe ich etwas angestellt? Bist du gekommen, mich zu bestrafen? War ich ein böses Mädchen oder willst du einfach nur meine Fähigkeiten missbrauchen? Sie legt spöttisch eine gespielt ernste Miene auf, während sie spricht. In ihren Worten hörst du den Klang einer Brise, die durch den Wald raschelt. Es ist gleichzeitig beruhigend und beunruhigend, das Mädchen lächelt. Ja, mit ihr hatten wir ja während der Invasion ein paar Probleme und so weiter, die wir klären mussten. Do you remember me, Fatebinder? Now don't disappoint me. You used my flock as chaff for the Scarlet Chorus. You took my people. The followers of Siren, the Archon of Song. Du hast meine Schar als Futter für den scharlachroten Chor verwendet. Als Siren die Archontin der Lieder Einheimische bezauberte, damit sie sich dem scharlachroten Chor anschlossen, wirkten ihre Kräfte sogar zu gut. Nachdem ein geschmähter Soldat sich verpflichten wollte, brach ein Konflikt zwischen den Armeen aus. Du hast zugelassen, dass sie ihre verzauberten Anhänger an die Front geschickt wurden, um zu beweisen, wie wertvoll diese Form der Rekrutierung sein kann. Ach, deswegen ist sie. Also weil wir eigentlich sie unterstützt haben, ist ihre Loyalität gestiegen. Erinnerst du dich an mich, Schicksalsbinder? Enttäusch mich jetzt nicht. Du hast meine Schar als Futter für den scharlachroten Chor verwendet. Du hast meine Leute genommen, das Gefolge von Sirin, der Archontin der Lieder. Die sanfte Brise ihrer Worte nimmt zu, als die Kälte ihren Augen kaum wahrnehmbar zunimmt. Sie macht einen kleinen Schritt vorwärts und die Soldaten an ihrer Seite schreiten ein. Sie versperren den Weg mit ihren Waffen. Sie sieht sie an und rollt mit den Augen. Als sie das tut, verklingt das Geräusch des aufziehenden Sturms. Do I look like I can hurt him? Sehe ich aus, als könnte ich ihm wehtun? Sie blickt wieder zu dir und beugt sich vor, als würde sie ein Geheimnis mit dir teilen wollen. These good people aren't here for my protection. Apparently I'm dangerous. But I guess you already knew that. Can't have me collecting followers again like I did in Lethian's Crossing, can we? Diese guten Leute dienen nicht meinem Schutz. Offenbar bin ich gefährlich, aber das wusstest du wohl schon. Wir können ja nicht zulassen, dass ich wieder ein Gefolge um mich schare, wie in Lethians Kreuzung, nicht wahr? If some people started worshipping me, is that really such a bad thing? Is Kairos really so insecure to worry about a little competition? Wenn manche Leute anfangen würden, mich anzubeten, wäre das dann so schlimm? Ist Kairos wirklich so unsicher, dass er sich wegen ein wenig Konkurrenz Sorgen macht? Look at me! Do you think I seem dangerous? What harm can a 15-year-old girl cause? I'm only a child. So jung und schon bei den Archonten? Sieh mich an, wirklich gefährlich? Welchen Schaden kann denn schon ein 15-jähriges Mädchen anrichten? Ich bin doch nur ein Kind. Ihr Lächeln verschwindet, sie biegt hinab, greift sich mit der Hand an ihre Kopfbedeckung und fährt mit dem Daumen über deren Rand entlang ihres Kiefers. Sie blickt auf, ihre Augen sind wieder hart. Sie mustert dich einen Augenblick, ehe sie fortfährt. So, Tunons Fatebinder in the middle of a battlefield.
Kairos must be desperate. You were sent to shame Ash and Narat into action, weren't you? Du bist ein Schicksalsbinder mitten auf einem Schlachtfeld. Kairos muss verzweifelt sein. Du wurdest geschickt, um Ash und Narat zu beschämen, damit sie zur Tat gezwungen sind, nicht wahr? Jemand muss Ash seinen Absatz in den Rücken bohren, wenn auch nur, um ihn von seinem Problem abzulenken. Sie schützt nachdenklich die Lippen. But Narat, he's just a cat playing with a realm-sized mouse, isn't he?